Ja, und damit begrüße ich euch hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator. Wir haben ja letztes Mal sind wir hierher gefahren und haben richtig fett sind halt hierher gefahren, um eigentlich die Route zu machen, da war aber dann die Zeit abgelaufen. Und ja, wir sind jetzt hier. Der will noch rein. Ja, was ist los? Komm. Auf. Hallo. Hallo. So, jetzt fahren wir aber los. Was jetzt schon? Jetzt schon Haltewunsch, willst du mich verarschen? Ich hoffe, dass wir die Route hier durchbekommen, aber ich werde es eher nicht glauben. Deshalb wird es wahrscheinlich eher in zwei Parts besser sein. Es kann sein, dass ich es an einem Stück aufnehme und dann einfach mittendrin einen Cut machen werde. Oder wenn ich nicht zu inkompetent bin, dann mache ich auch noch eine Abrede. So. So sieht's aus. Und wenn ich gut bin, dann schaffe ich das, dass ich das so irgendwie zusammenschneide. Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Und besser gesagt, ich werde es ja aussehen, ihr werdet es sehen. Auto. So, wo muss ich denn hin? Bitte links. Oh. So. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen in der Außenansicht. Wir haben jetzt schon eine Minute Verspätung. Für das einmal außenrum. Alter. Komm. Oh, mein Headset ist immer noch zu laut. So, jetzt. Der will auch links. Okay, das war knapp. Das war, glaube ich, einiges an knapp. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da vorne bitte links. Alles klar. Boah, das sieht mir ja überhaupt nicht vor. Oh mein Gott. Alter Ruckel. Alter. Ich glaube, ich gehe doch wieder in die Ego-Ansicht. Geh rein. So ist besser. So gefällt es mir irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. So kann ich besser steuern und... Da kommt ein Auto. Das ist jetzt natürlich ganz ungeschickt. Okay, jetzt kommt gerade keins. Das wäre es, wenn jetzt auch noch der Bus kommen würde. Ey. Boah, ohne Spaß. Sind wir einmal im Kreis gefahren. Ah ne, der will links. Einmal im Kreis gefahren, nur um hier so eine Scheiß... um so eine Scheißhaltestelle hier zu erreichen. Wow, wir haben nicht den Bordstein gestriffen. Wir haben schon 3 Minuten Verspätung. Ja, läuft und so. Türfreigabe. Will jemand rein? Nee, ja. Oh ja. Weiter geht's. Ups, sorry. Nächste Haltestelle, Eilenburger Damm. Anschluss zum Metro. Eilenburger Damm. Habt ihr das alle gehört? Anschluss an zum Eilenburger Damm. Oh. Oh. Okay, gut.
4 Minuten Verspätung. Was? Das ist ja eigentlich nicht zu machen, oder? Wie viel Uhr haben wir denn? 9.43 Uhr, stimmt das? Ah, nicht ganz. Hey, der Spiegel. Was? Nein, nicht die Sonnenblende. Oh, es ist grün. Das passiert, wenn ein Busfahrer nicht aufpasst. Die Sonnenblende nervt mich jetzt. Jetzt habe ich den Außenspiegel. Oh Gott. So. Ah, jetzt ist er. Meint ihr, bei 4 Minuten Verspätung sind da überhaupt noch Passagiere, die auf uns warten? Oder gehen die dann weg? Dera vielleicht? Möchtest du rein? Jawohl! Hey! Man sagt guten Tag oder sonst irgendwas. Du auch noch? Hi. Ja. Wenigstens etwas. Das schaffen wir noch. Ja. Nächste Haltestelle. Warte, wo wurde ich vorhin geblitzt? Wir wurden doch vorhin bei der Hinfahrt geblitzt. Ja. Habe ich das Ding gestriffen? Oh. Oh, rot. Puh. Ey, so ist bestimmt auch mal lustig zu fahren. Ja komm. Grün. Ja, danke. So, als Fahrgast. Oh Gott. Geht ja mal gar nicht. Oh, der guckt sich hier den Plan an und sieht, dass wir 5 Minuten Verspätung haben. Warte, warum habe ich jetzt die Türsperre? Was? So, jetzt. Einmal normal, aber sicher. Hallo. Hi. Einmal Student. 2 Euro. Bitte, danke. So. Der nächste, bitte. Hallo. Hallo. Niemand mehr? Okay. Oh, da ist schon grün. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da keiner kommt. Oh, 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 oh. Puh. Und dass da keiner... Oh, Gott sei Dank. So. Oh, jetzt bin ich auf dem Bordstein. Natürlich nicht so schön. Wie sehe ich denn? So sehe ich, glaube ich. Oh. In den Spiegel. Quatsch, so. Ah, Popschutz, Alter. Also ich versuche natürlich die Verspätung etwas zu minimieren, wenn es mir gelingt. Muss vielleicht etwas Gas geben. Oh, da ist ja schon die nächste Haltestelle. So. Hallo. Sorry, aber ich habe nur... Die haben alle heute nur Bargeld. Alter, was ist das so laut?
Alter. Puh. Tag. Hallo. Einmal rennt, ne? Das kriegst du denn? 3,50, bitteschön. Der läuft erstmal gegen die Stange. Alles gut mit euch? Der Typ, der kommt irgendwie nicht rein. Ja, hallo? Jetzt. Gut. Ah, da, ey. Zu die Kiste hier. Da steht der Mann immer noch. Da ist unser Busdepot. Und hier ist schon unsere nächste Haltestelle. So. Ha, der wollte rein. Aber so läuft es nicht, Freundchen. Man steigt vorne ein, ja? Und nicht hinten. Oh, will der noch mit? Gerne 20 Euro, ich zahle mit dem 20 Euro Schein. Ich bin scheiße. Ich wollte doch bloß testen, ob ich gut bin in Mathe. So. Einmal. Was denn, Student? 5 Euro. Was kriegt sie denn? 40. Hallo. Ein Ticket bitte. Ja, verteil halt noch mehr. Rentner. Was gibt denn der mir? 1,90. Ups, jetzt habe ich 19. Wie viel hat es kostet? 1,50. Was ist denn los mit euch? Bewegt. Alter. Bewegt euch doch mal! What the fuck? Ah, Türe zu. Los geht's. Was geradeaus? Nächste Haltestelle, Weißbachstraße. Was ist los mit euch? Die backen ja überhaupt nicht rum. Lol. Ah, den Ruckler hat's gegeben. Jetzt sind sie weitergegangen. Ich glaube, das macht das Spiel extra, dass ich einen Unfall baue. Oder? Ist das Spiel so schlau? Oh, oh, Bushaltestelle. Alter, was der für einen Bremsweg hat. Mann, ich hab gesagt, ich will die Verspätung minimieren. Und nicht maximieren. Jetzt kann ich Busfahrer verstehen. Nächste Haltestelle, Virchowstraße. Das wird ja... Das ist richtig schlimm mit den Ampeln als Busfahrer.